Ja, dann würde ich sagen, offiziell herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham City. Wir waren ja hier beim Museum, beim Pinguin. Und der hat irgendwie so Störgeräte, die uns auf jeden Fall verhindern, vereiteln, dass wir hier weiterkommen. Und deswegen gehen wir erstmal zu Live News, oder? Nein, natürlich nicht. Gucken wir mal lieber, wo diese Störgeräte sind. Wäre es dann das hier, oder wie? Hier ist ein Angriff, nee, ist eine Nebenmission. Was war hier? Training. Das waren diese ganzen Kisten, die wir einsammeln mussten. Das waren die Riddler-Teile. Und wo soll jetzt das Störgerät sein? Kann ich eigentlich diese Titanbehälter auch einfach sammeln? Weißt du, warum ich das will? Weil das dann von der Karte verschwindet. Das fände ich eigentlich noch ein Ticken geiler. Wenn ich da ein bisschen, Wieso nehmen wir nicht etwas davon? Was ist das hier? Denk drüber nach. Wir machen die Kiste auf, ziehen uns eine Riesenladung Titan rein und niemand kann uns hier wieder befehlen. Geht dann die Kiste auf oder was passiert dann? Da geht hier hinten irgendwie was auf. Ich glaube, das lasse ich erstmal, weil ich glaube, ihr keine Chance habt, das bisher zu machen. Mir genügt es, das Zeug für den Boss zu bewachen. Ich habe keine Lust, in irgendeinen Mutanten verwandelt zu werden und dann zu krepieren. Ja, das wäre so. Wo wollte ich jetzt hin? Moment. Auf dem Dach war das Störgerät. Alles klar. Was haben wir hier? Wieder Riddler oder ist das das Teil, was ich brauche? Nope, das ist... Oh Mann, wie viel Riddler-Zeug es hier einfach gibt. Das ist ekelhaft. Kann ich da überhaupt... Ja, jetzt bin ich bestimmt wieder zu weit, oder? Dann muss ich wohl irgendwo rein, wa? Dieser Titanbehälter ist gut geschützt. Ich werde ihn nur mit Explosivgel zerstören können. Waren das alle? Ah, da ist noch einer. Explosivgel, ja, das ist ja kein Problem für uns. Wollte gerade sagen, nennst du das gut bewacht? Das hätte ich bestimmt cleverer lösen können, aber das war's. So, Explosivgel habe ich ja gerade sogar noch ausgerüstet. Ich glaube, das funktioniert. Ich gehe mal lieber einen Schritt mehr zurück, wenn das Titan ist. Ich muss den Rest der Titanbehälter finden und zerstören. Ach so, das war's. Ich sollte sie nur zerstören. Aber seht ihr, jetzt ist ungefähr genau das passiert, was ich wollte. Es ist nämlich von der Karte verschwunden. So. Halt, stopp. Angeblich befindet sich das, was ich will, auf dem Dach. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Dann würde ich da jetzt nochmal hingucken. Ach so, nee, Moment mal. Hier haben wir doch das Störsignal. Das kennen wir ja. Das haben wir ja nicht zum ersten Mal. Dann ist aber der Weg auf jeden Fall schon mal an sich korrekt. Ja, wir nähern uns schon. Also wird das wahrscheinlich schon auf dem Dach sein. So. Ja, wir ernähren uns hier ganz mühsam. Dann wird es wahrscheinlich eher in der Richtung sein. Das Ding eigentlich? Pinguin will, dass das Ding an ist. Mehr musst du nicht wissen. Okay, ich glaube, die reden von dem Störgerät schon, oder? Nichts, mit dem sich etwas nach Gotham übertragen lässt. Ja, hier. Funktioniert oh, shit. Handy deshalb nicht mehr? Ja, du blöd. Was macht Batman hier? Na, scheiße. Ob das jetzt so gut war, dass sie das Ding aktiviert haben? Das sei jetzt mal dahingestellt. Oh, fuck. Egal, ich hoffe, dass da jetzt nicht irgendwie unendlich Typen kommen und ich dann richtig aufs Maul kriege. Oh, ich muss jetzt schauen, dass ich hier viel konter. Es sind nämlich viel zu viele Typen. Weil wenn so viele Typen sind, kann man ja nicht dieses Ausschalten benutzen. Oh, der Sound ist mir am liebsten. Der Sound, dass ich sie alle ausgenockt habe. Boom! Yes, wir haben es geschafft.
So, wie machen wir das jetzt aus? Einfach ausschalten. Ach so. Natürlich. Ganz vergessen, einfach reinballern. Am Störgeräteturm befinden sich drei Konsolen. Ich muss alle drei zerstören, um ihn auszuschalten. Drei. Echt jetzt? Ach so, nein, so ist das gemeint. Alles klar. Alles klar, das erinnert mich gerade ein bisschen an Saints Row. Da gab es das da auch, ne? Alles klar. So, jetzt ist er aus. Ein Störsender weniger. Ich sollte nach weiteren suchen. Oh, es gibt noch mehr. Natürlich. Eines der Störsignale ist gerade verschwunden. Sorry, Mr. Kabelpott. Ich weiß nicht. Dann fängst du raus. Und während du das tust, überprüfe auch die anderen Störgeräte. Sonst komme ich nämlich runter und steck dir die Reste davon. Okay, so, also dann ist eins auf dem Dach, aber wir haben noch mehr. So, Richtung scheint aber fürs Erste schon mal zu stimmen. Funktioniert es? Der Logdatei zufolge werden sämtliche Frequenzen gestört. Im gesamten Bereich funktioniert kein Funkgerät. Ah, da oben ist es. Woher hat Krabbelpott eigentlich Militärtechnik wie diese? Er ist ein Sammler. Er hat Sachen von denen, die nicht mal im Museum was wissen. So, wenn wir zwei, die bewaffnet sind. Das heißt, wir schwingen uns erstmal darauf. So. Ah, nee, das sind mehr. Da sind mehr. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich eher jetzt den mal ausschalten. Ich weiß, dass sie mich jetzt sehen. Das ist scheiße. Na, so wollte ich das nicht. Ich wollte ihn erst ausschalten und dann verschwinden. Hoppala. Ja, Granate für den Arsch. Oh, oh. Sehr schön. Und jetzt ausschalten. So, dann hat der erste Teil ja schon mal geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Das wollte ich halt gerade da bei dem schon machen, das hat nur leider nicht so gut funktioniert. Ruhe bewahren. Wir müssen uns zusammenreißen und ihn finden. Ihr solltet vor allem zusammenstehen, weil ansonsten kriege ich euch alle. Oh, die stehen da jetzt zu dritt. Muss ich euch daran erinnern, dass ich jeden Einzelnen, der mich enttäuscht, persönlich erwürge? Ja. So, wie machen wir das jetzt am günstigsten, ohne dass sie uns erschießen? Ich meine, wir haben ja schon viel eingesetzt in Schusswaffenpanzerung, ne? Völlig bewusst. Ich will auf den da hinten gehen. Der sieht mich jetzt nämlich nicht. Und weg hier. Das war der zweite. Wow, Alter. Okay, das war bestimmt einer der Granaten. Ah, scheiße, die stehen da jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Gehört, was der Pinguin gesagt hat. Ja, lauf mal weg. Ja. Oh Gott, da liegt noch einer von unseren Jungs. Ja, der ist im Arsch auf jeden Fall. So, während der sich auf den kümmert, ja, auf den konzentriert, schnapp ich mir den. Was machst du da? Ich brauche Hilfe. Oh. Ja, das war jetzt ein Fehler, Kollege. Das war ein Fehler. Und der letzte ist kein Problem. Verdammt, sehr schön, sehr schön. Was ich bin? Ja, bin Batman, Junge. So. Das war's. Kommunikationsgerät ausschalten. Ist ja jetzt dann kein Problem mehr, ne? Einfach hart reinballern, dann geht's ihm eh gut im Batman. So. Ich wette, es gibt noch ein drittes. Oder auch nicht. Wir haben es gerade mal bis unter die Erde geschafft. Stellt es einfach da auf, wo ihr seid. Sofort. Batman ist vermutlich auf dem Weg darunter. Ah, okay. Ja, Sir, Mr. Kabelpott. Das Signal ist wieder gestört. Anscheinend hat Pinguin irgendwo unter Arkham City einen letzten Störsender aktiviert. Unter Arkham City natürlich noch einen dritten. War ja klar, oder? Ich bin nicht überrascht. Zum Henker haben die da getragen. Pinguin schickt sie runter, um einen weiteren Kommunikations-
die blöde Fledermaus. Boom. Und tschüss. Ich weiß, das musste ich gerade gar nicht machen, aber ich wollte es einfach mal getan haben. Einfach so. So. Ja, ja, und dann machst du mich alle, wa? Ich muss jetzt erstmal den richtigen Weg finden. Das ist viel schlimmer, weil das... Huch! Was? Upsala. Das wollte ich nicht. Irgendwie in die Richtung, aber irgendwie auch nicht. In die Richtung ist nicht richtig. Muss ich dann wieder zurück, oder was? Ach, halt die Schnauze. Okay, scheinbar doch wieder Richtung Museum. Oder muss ich in die U-Bahn rein? Ah, muss ich vielleicht in die U-Bahn rein? Kann das sein, weil hier... Ja. Ich hatte nämlich das vorhin schon gelesen, dass da eine U-Bahn ist. Und jetzt habe ich natürlich gerade gedacht, ne? Ist ja unterirdisch. Warte, da hier sind mir gerade ein... wenig zu viele Bewaffnete. Das ist die eine Tür. Ich muss aber hier nach unten. Jetzt warte mal. Hier sind eine Menge Leute mit Waffen. Eine Menge Leute. Alter Verwalter. Oh shit. Das gefällt mir gar nicht. Einfach rein, oder? Pinguin klang echt sauer. Batman pfuscht ihm in seine Pläne rein. Funktionieren diese Dinger überhaupt unter der Erde? Ich habe das Handbuch gelesen, stand gar nichts von drin, dass sie das tun. Ja, die funktionieren. Wenn du das sagst. Seit wann entr... Yes! Okay, das hat funktioniert. So. Und ich denke mal, dass wir jetzt einfach ganz tief unter die Erde gehen werden, oder? Mal lieber das hier anmachen, bevor hier irgendwas ist. Weil hier werden auf jeden Fall... Yo. 9 Bewaffnete. Alter Verwalter. Da hinten tut sich was. Das heißt, wir werden wohl erstmal hier reingehen müssen. So. Ich denke mal, dass wir früher oder später hier schon richtig sind. Oder auch nicht. Jetzt entferne ich mich ein bisschen zu weit. Aber da war doch überhaupt gar keine Möglichkeit, weiterzugehen, oder? Ach klar. Natürlich. Der Haken. Den habe ich jetzt natürlich vergessen. Na, das wollte ich machen. Ich will wissen, wo die Gegner sind. Sliden. Yes, alles klar. Das können wir ja Gott sei Dank noch. Ich sag dir, er ist es. Unmöglich. Doch, sieh genau hin. Er sieht groß aus, oder? Er ist okay, groß. Hier müssen wir hin. Man sieht es ja schon. Über 100 Jahre alt sein. Wie kann es da derselbe Kerl sein? Selbst wenn er es wäre, woher sollte Pinguin ihn haben? Keine Ahnung, aber er ist es ganz sicher. Und wie können wir jetzt hier dreifach ausschalten? Solo. Die Fledermaus. Scheiße, ich hätte zwei ausschalten können. Dummerweise habe ich nur einen erwischt. Naja, egal. Das ist jetzt echt nur halb so wild. Ja, die sind so schnell down. Boah, was ein Bicycle-Kick. Und hier ist ein Titanbehälter. Ach so, ich habe hier gerade einen Titanbehälter und gar nicht das, was ich ursprünglich geplant hatte. Clever. Auch nicht schlecht. Okay, und da waren es nur noch 4. War das richtig? Ich kann wieder was machen. Und es wird... Achso, wir... Ah, das können wir nicht mehr. Alles klar. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin da so jemand, der geht voll in die Verteidigung. Deswegen als nächstes Kampfpanzer einfach. So. Das passt auf jeden Fall. So. Das heißt, ich muss hier gar nicht lang... Und muss einen komplett anderen Weg gehen.
um zu dem Behälter zu kommen, wo ich eigentlich hin will. Angeblich da lang? Das sieht aber nicht so aus, als würde das da weitergehen. Aber hier ist definitiv... Ah, nein, warte mal. Ah, ich sehe es schon, ich sehe es schon. Ganz ruhig, ganz ruhig. Der Hulkster subscribe gerade zum 11. Mal in Folge. Mein Gott, lieber Hulkster, vielen Dank für 11 Monate Treue hier. Hammer, danke. Und zwar brauchen wir jetzt wieder dieses lustige Distanz-Stromladung-Gerät, was ich bisher nie verstanden habe. Aber jetzt habe ich es mittlerweile verstanden. Easy. Ihr habt den Pinguin gehört. Batman ist auf dem Weg. Oh ja, das bin ich. Hallo, ich bin kein Freak. Das finde ich nicht nett. So, so, ihr meint also, ihr seid Helden. Fünf Gegner, alle bewaffnet. Oh je. Ich will hier sofort hoch. Möglichst ohne... Ich glaube, von hier oben sind wir sicher, oder? Ja. Hat erstmal keiner gesehen. Jetzt müssen wir nur noch fünf Leute ausschalten, dann passt das eigentlich.